besonders von 1. Erst ab 2 wurde es besser. Naja, egal. So, Geschmackssache. Wir können auch irgendwann vielleicht noch den Hardmode von Overlord 2 machen. 1 machen. Also aktuell habe ich jedenfalls Final überholt erstmal. Das hast du. Kannst du dich auf jeden Fall schon mal zufriedenstellen. Und wer weiß, wie lange Final für Twilman Stage braucht. Soll ich mir sagen, wie könnte das dauern? Vor allem bei Shovo wird's lustig. Ja, bei Shovo wird's auf jeden Fall lustig. Da werden eine Menge Parts kommen. Oh, ich kenne das ja von Overlord 1, das habe ich ja alles verfolgt. Aber, das klappt schon recht gut hier mit dem Ausweichen, finde ich. Ja. Hab ich immer, was klappt gut. Ich hab mir bei Mainstages halt mal wieder viele technische Dinge ausgedacht, die man machen kann. Ja, ich war ja beim Editieren der Stage ja dabei. Einige Sachen habe ich wohl unterschätzt beim Zugucken. Ich habe mir auch einiges ausgedacht. Ja, das stimmt schon. Fuck. Da war der Ballon nicht weit genug. Hab ich gemerkt. Und was wir uns im Hardmode ausgedacht haben, Steve, das wirst du auch noch irgendwann sehen. Nur keine Ungeduld. Irgendwann, aber erst wenn ein einziger das gezeigt hat, uns, dass das ohne Safe-Test durchgespielt hat. Du könntest der Erste sein, aber Final will der Erste sein, von daher. Beziehungsweise das Erste, was auf YouTube ist. Steve gegen Final. Gegen Shovo. Gegen Xi. Ja, gegen Mordecai, weil der konnte... Nein, Mordecai ist schon rausgeflogen. Der könnte noch mal an Feiern spielen. Ja. Der benutzt Tailstates. Als ob er das machen würde. Mal ernst. Ja, er könnte ja doch alles von Anfang an spielen. So, nee, ich mache lieber alles nur ohne Tailstates. Spiel, wie auf das Buch. Genau, also der Stevel gegen den Xi, gegen Mordecai, Quatsch. Stevel gegen Xi, wenn er denn irgendwann mal anfängt. Gegen Final, gegen Shovo, gegen Spielofreak. Meist 5 Leute, die gewasen und Mordecai fällt raus. Wer hat das Recht zuerst verloren? Link X2 hat ja auch Stasis genutzt, also war er auch draußen. Und vielleicht der Wolf. Ja. Der Wolf vielleicht noch. Und der Wolf vielleicht. Das sind also 6 Leute, die theoretisch können. Aber davon hat der Xi und der Wolf noch gar nicht angefangen. Demzufolge sind es eigentlich nur 4 Leute. Ja. Oder der Wolf, der übt noch und sagt es dann gleich. Und da ich davon ausgehe, dass Spielefreak es niemals hochlädt, sind es nur noch 3 Leute. Der lädt Sachen nicht hoch? Ja, er lädt Sachen hoch. Aber er hat das jetzt aufgenommen und ich demzufolge rechne ich damit, dass es frühestens Januar kommt. Nee, er hat letztens noch gesagt, ja nee, das kommt schon bald. Er hat dann irgendwie gesagt, 17. oder 18. Dezember. Ja, da kann man von mir Kingdom Hearts Streams erwarten, ja. In dem Wasted der Gnadenlos von uns. Ich weiß ja noch, wo ich dann, als ich seine Aufnahme war, in dem Video extra noch gesagt habe, ja, wir haben heute den und den 2014, damit die Leute auf jeden Fall wissen, wie alt das Video schon ist. Ja. Stimmt sogar. Ich bin die falsche Sache ausgerüstet. Aber wie gesagt, ja, das wird hier, wenn ihr das seht, wahrscheinlich vor kurzem aufgenommen oder so. Weil ich immer schon weiß, wenn man bei Spielefreak zu Gast ist, das dauert ewig, bis das kommt. Das ist schlimmer als bei mir. Bei mir kann das schon dauern. Okay, bei mir liegt es allerdings nur an Faulheit, weil Spielefreak, Da kommt noch einer gleich. Da kommt noch einer gleich. Ja, genau, da kommt noch einer. Außer willst du mit Marienki mal kuscheln. So, kommt noch einer? Nee, das war der letzte. Wenn du nicht zurückgehst. Genau, wie vorhin. Wow! Fang nicht darauf an zu sliden, wenn du kurz zu der Decke bist. Vergiss Toadman nicht. Toadman gleich jetzt für den nächsten Screen. Wieso sliden?
So. Und wenn du jetzt noch bis die Leiter hochkommst, dann hast du es geschafft. Dann bist du wieder beim Mittelpunkt. Ich dachte, man braucht mehr Treffer für die Kanonen. Ach nee, das waren die Segen. Das waren die Segen, genau. Das waren die Segen. Ich habe die Befürchtung, dass ich draufgehen könnte. Selbst wenn, du bist beim Mittelpunkt jetzt. Stimmt auch wieder. Au, Drecksvieh. Oh, das bringt dich um. Fuck. Du musst es genau in dem Moment, wo der Stein runterkommt. Ja, hab ich gemerkt, aber zu spät. Oh, das Leben ist echt gut. Das hat dir jetzt praktisch den Arsch gerettet. Irgendwie schon. Im Grunde hast du sogar Energie wiedergegeben. Ja. So, jetzt möglichst die Gegner nicht immer wieder neu spawnen lassen, sondern... Die halten ja nicht viel aus. Hast du das Vieh, ey? Warum? Die halten nicht mal viel aus. Wie gesagt, da kommen jetzt noch welche. Noch einer. Jetzt kommt er wieder. So, und jetzt war's Keul. Und ich will nicht dem Rush auszuweichen. So, und jetzt erst durchgehen, wenn du das Ding noch abgeschossen hast, So. Dive Missile ist übrigens gar keine schlechte Idee. Ja, das stimmt. Wieder Mordecai-Stil? Nein, nö. Nein. Mordecai ist doch. Doch, war einmal war er soweit. Ja? Ach ja, doch, stimmt. Ja, hab ich ganz vergessen. Pass auf, die von da oben kann immer noch runterfallen, wenn du zu weit bist. Die Splitter, genau. Die Splitter könnten einen treffen, wenn die runterfallen. Das ist gleich geschafft. Jetzt ist noch an denen hier vorbei. Da kannst du einfach drüber springen, wenn du den erschießt ihn ab und dann springst du rüber. Unterm Schalter ist Boden. Das. Zum Glück lebst du noch. Aber du hast ja ein E-Tank, genau. Das war schlau. So. Naja, du darfst nicht zurückgehen, die spawnen so direkt wieder neu dann. Oh, hab ich mich gerade verjagt. So. Da jetzt am besten mit Ballon. Ja, den letzten Ballon da. So, und das ist jetzt auch schon der letzte Gegner, glaube ich. Oder der vorletzte. Ja. Vielleicht kommt noch diesen Drehviecher da, die aus dem Vitalis. Nee. Gut. So, du bist beim Boss. Herzlichen Glückwunsch. War das die Waffe gegen ihn? Ja. Ja, da. Gut, die werde ich jetzt benutzen, egal was sie davon haltet. Vergiss nicht für den Fall. Und vor allem, warum sollten wir was dagegen haben? Ist es uns scheißegal, ob du die Waffen nutzt oder nicht? Genau. Ist ja kein normales Regiment 4. Solange du kein Safe State nutzt, ist uns das eigentlich egal, ob du mit Waffen kämpfst oder ohne Waffen kämpfst. Mir ist das auch scheißegal. Gewissermaßen sind wir sogar froh, wenn man die Waffe schon hat. Really? Das war irgendwie egal, verfehlt. Yes, Baka.
Du hast sogar mehr dein E-Ting noch behalten. Gut, also mir reicht für heute. Ja, du mit hast dem Spiel. Die Hälfte geschafft und jetzt sind die alle Robot Master offen. Das heißt, du kannst beim nächsten Mal wählen, mit wem du anfängst. Ja, ich habe jetzt alle Rush-Teile, ich habe alle Items. Jo. Also ich habe mir jetzt noch nicht vor auszumachen sofort, ne? Ich, ja. Ja. Ich könnte ja vielleicht noch mal zeigen, wie ich das mache mit dem, Gut. Um die Stelle zu speichern, mache ich mal ein Save-State, dann wollte ich das Passwort eingeben. Jo. Dein, das Raseria-Angebot kommt jetzt übrigens? Ja. Gut, das, wenn du da bist, dann ist ja gut, dann kann ich ja mal noch machen, was ich vorhatte. Was hast du denn vorgehabt? Ne, Final Fantasy 8 mal kurz anmachen, wegen der Musik mal zeigen. Achso. Und ich würde mir wahrscheinlich gleich mit Simon verabschieden, damit wir eben den Hack. Ja, dann wünsche ich euch beiden viel Spaß schon mal. Ja, danke. Spaß für die ganze Familie. Gut, ich mach mal kurz den Stream aus und wieder an, weil nicht das dann wegen der Musik hier spielen wird. Wenn du ausmachst, sind wir nicht mehr da, wollten wir nur schon mal sagen. Ja. Gut, dann bis später. Ciao. Bis später. Ciao.